Wir nehmen heute die Buffet of Fate Gang Vocals auf und wir müssen aber noch den Adam aufwecken, denn es ist, wie unser Herz sagt, wie unser Ofen sagt, 16.21 Uhr. Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Ich scheiße dir ins Gesicht! Ich hasse dich! Wach auf! Es ist 420, Alter! Wach auf! Wie spät ist es denn? Ach komm, halbe Stündchen geht noch. Guck mal, wer da ist! Unsere ganzen Leute sind da! Oha! Oh. Steh auf, Mann. Steh auf, wir müssen aufräumen. Oh. Okay. Guten Morgen. Das erkennt man vielleicht jetzt nicht, weil er vom Schlaf noch so zugequollen ist. Aber das ist der Adam. Guten Morgen, Adam. Ja, du mich auch. Wir produzieren gerade unsere neue Spätstücken-EP und ja, wir machen jetzt hier unsere Aufnahmen in unserem Bandhaus. Also euer Text ist, ich schlaf heut aus. Okay. Also an sich nicht schwierig. Und beim letzten Mal, also beim zweiten Mal, ist das Schlaf aus quasi unmittelbar hintereinander. Ich schlaf heut aus! Ja, so in den neuen Songs haben wir so ein paar Gang-Vocal-Stellen und haben uns gedacht, es eignet sich doch optimal, um da ein paar Fans noch so einzuspannen, und deswegen haben wir auf Facebook so eine kleine Aktion gemacht und ein paar Leute rekrutiert, die mit uns Gang-Vocals aufnehmen. Ja, und das haben wir heute gemacht. Und das erstaunlich gut, würde ich sagen. Das erstaunlich gut, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, weil normalerweise ist ab einer bestimmten Anzahl so, dass, also wenn das so eine kritische Masse übersteigt, dann ist es schwierig, dass alle Leute tight sind und im Rhythmus und dass das alles knackig rüberkommt, aber es hat echt erstaunlich gut funktioniert. Der Rhythmus ist ja ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen kompliziert, aber das ist halt so vorgezogen immer um eine Achtel, weißt du? Ja. Dann er entspannt. Darum trinke ich meinen Tee, denn er entspannt mich vom H bis zum C. Das ist halt immer eine Achtel vorgezogen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das so aufnehmen, wie es im Original ist, oder ob wir quasi auf den Beat aufnehmen und es dann verschieben im Projekt. Lass mal probieren einfach, so wie es im Original ist. Tee! Ha! Entschuldigung! Ey, ich bin nicht der Sack. Es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich daran gewöhnt, dass die Texte plötzlich auf Deutsch sind. Und dass auch ab und zu mal gerappt wird. Und dass man anfängt, auf der Bühne zu tanzen, statt zu headbangen. Das sind alles so Sachen, die wusste man vorher nicht, aber die haben sich halt so im Laufe
der EP ergeben. Ihr wollt doch alle steigen und in der Karte aufstehen. Springt hoch, ich würde sagen, wir rechnen fest damit, dass auf jeden Fall ein Teil der Leute abspringt. Also, wir haben es natürlich jetzt auch schon rumgezeigt, so in unserem Freundeskreis. Und die Reaktionen waren echt gemischt. Also es war häufig sehr viel Erstaunen mit dabei, so nach dem Motto, meint ihr das wirklich ernst? Oder dass die Leute, nachdem sie halt die Sachen vorher gehört haben, dass sie gar nicht einordnen konnten, ob das jetzt Humor ist oder nicht. Aber ich denke, am wichtigsten ist ja, dass es uns irgendwie selbst gefällt. Und das ist auch so, das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen die Leute direkter ansprechen mit dieser Form von Musik, als wir es jetzt mit der vorherigen Platte geschafft haben. Du liest, du das siehst, du das im Kohlen am Schaf. Dabei weiß ich doch lieber auch nicht, wo ich mal hin will. Und heute packt mich das Licht weg. With a million lips, ein Was ist denn los, Flo?